Fintory. Kaum ist Yosemite raus, gibt es schon kleine Tweaks, hier zum Beispiel Lights Out, und zwar, ihr könnt es auf diese Seite runterladen, ich werde es verlinken unten dran, und dieses kleine Tool, wir installieren es kurz, das, wenn es passiert, einfach kurz Systemeinstellungen gehen, das gilt generell, dann unter Sicherheit ist das Problem, dass nur von, ja, dass Einschränkungen quasi sagen, also er lässt an sich bloß verifizierte Entwickler zu, und jetzt habe ich es umgestellt, dass es keine Einschränkungen macht. Hier, by the way, sieht man zum Beispiel so einen Beta-Bug, so einen minimalen. Gehen wir nochmal rein. Jetzt ist er schon wieder weg. Das sind halt so kleine Dinge, die manchmal passieren. Okay, drück mir hier auf Lights Out Panel. Für alle installieren. Sobald ihr es installiert habt, empfehle ich jetzt kurz einfach neu zu starten, gleich um Probleme vorwegzunehmen. Ihr müsst in der Allgemeinen natürlich die dunkle Menüleiste deaktiviert haben. Und wenn ich jetzt unter Lights Out gehe, Service is not running, ich muss natürlich starten, und ihr seht, die Leiste wird direkt schwarz. Ich habe es jetzt eingeschaltet, es soll um 4 Uhr nachmittags schwarz werden oder halt dunkel werden. Und wenn ich das jetzt kurz anhalte und auf 5 ändere, dann bleibt es hell, und jetzt in 20 Minuten sollte das dann automatisch dunkel werden. Finde ich an sich eine coole Sache, weil dann hat man so einen Nachtmodus. Man kann sich selber dann auch so sagen, hey, jetzt wird es dann bald dunkel, oder man hat dann auch ein Zeitgefühl. Das finde ich auch mal ganz praktisch, so ein bisschen harmonische Veränderung im Ganzen drinne. Und mir gefällt dieses kleine Tweak ziemlich gut. Ist kostenlos, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.